Hallo und heute heißt es mal wieder Abwechslung bei World of Tanks, weil ihr seht, ganz schön wenig Leute hier im Team. Das ist ganz banal, wir haben nämlich ein Teamgefecht. Ja, und Teamgefecht haben wir schon lange keins mehr angeschaut und deswegen ist es umso schöner, auch dann noch einen der wenigen schwarzen Panzer im Spiel zu sehen, nämlich den M4190 GF für Grand Finals. Deswegen auch hier diese Aufkleber, Tarnung, wie auch immer. Beschriftung an der Seite Front und Heck. Ne, Seite, Front, Heck ist er ohne. Der deutsche Bulldog so gesehen. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Also wenn ihr den nicht habt, den wird es auch dann so schnell wahrscheinlich nicht mehr geben. Also schlagt eventuell da noch zu. Nun aber jetzt aufs Spiel konzentriert. Da kommt schon sein Pendant auf ihn zugefahren. Ah, er hat zweimal unschön daneben gesammelt. Jetzt sollte er mal treffen. Aber ja, endlich klappt's. Die Jungs fahren dem alle nach. Er bleibt hier oben stehen. Ist auch sinnvoll, dass er hier die Map-Übersicht behält. Und eben von hier oben gut wirken kann, wenn der Gegner sich sicher wiegt. Ah, der ist leider ein bisschen zu stramm, der Turm. Da kommt der 12T und da vorne ist der 13. Ah, der 12T, der nervt ihn direkt. Zweimal, jetzt aber. Wow. Mittlerweile schon 500 Schaden gemacht. Und nochmal. Und jetzt muss er aufpassen, weil jetzt ist er im One-Shot-Bereich. Jetzt hat ihn der 4190 gut getroffen. Der 12T gleich nochmal. Und der Fahrer war auch schon hinüber. Den muss er jetzt wiederholen. Und jetzt muss er natürlich erstmal irgendwie klarkommen, wie er den Schaden anbringt. Weil davon macht er noch was. Das verspreche ich. So, er hält hier vor. Vielleicht kommt der 12T da, aber jetzt hat er den Cromwell als Sicht. Da sieht er, okay, da passiert nicht mehr viel. Und das ist natürlich, darf man sich hier auf nicht etwaige Panzerung verlassen bei dem Panzer. Die hat er nämlich einfach nicht. Aber er sieht dafür saulässig aus. Ich habe übrigens in Warschau denjenigen kennengelernt oder mit dem gesprochen, der für den zuständig ist und für diese schwarze Lackierung. Das war wohl nicht ganz so leicht, den durchzubekommen, aber er ist umso stolzer, dass es geklappt hat. Und ich muss sagen, Markus, an dieser Stelle Glückwunsch nochmal. Hast du anständig gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Arbeit. So. Und jetzt will er den Gegner da so ein bisschen in den Rücken fahren. Ist ja sehr mobil, das klappt sehr gut. Da könnte auf den schießen, da kannst du drauf schießen. Nein, er schießt drüber. Da kommt er nochmal. Jetzt muss die machen. Ja. Hätte er den nicht gemacht, hätte es nämlich ganz schön doof für ihn enden können direkt. Und den IS-3, auf den er dazu fährt, das ist auch nicht unmutig, aber er. Oh. Und er prallt ab. Er muss ihn machen, er muss ihn machen, er muss ihn machen. Okay, den hat er gemacht. Hau ab. Oh, oh, oh. Der Oho. Ach, da. Eieiei, jetzt ist er alleine. Jetzt ist er alleine gegen drei und guckt euch mal bitte an, was die noch an Hitpoints haben. Jetzt bin ich gespannt, wie die Runde verlaufen wird. Also der Oho hat jetzt das Pech, er kann nicht nach oben zielen. Das ist sein Glück. Aber er muss halt einfach auf den T32 aufpassen und auch der IS, der steht da noch. Also er hat nur noch Auto-Aim auf den Oho, wie man sieht. Und fährt jetzt einfach hier sehr schön
den Weg. Aber er schießt halt. Oh. Jetzt der T32. Nochmal ein. Sehr schön. Mich wundert nur, wo der IS-3 ist. So, der T32 kommt jetzt rum. Jetzt muss er da ein bisschen. Boah. Er schießt HE! Was ein Glück! 13 Hitpoints hat er noch. Der sitzt. Und jetzt ist er ein One-Shot. Ja, perfekt. Der ist zerstört. Der Oho, der ist Free Damage. Aber dass der den anderen nicht wegschieben kann, ist absolut natürlich sein Glück. Wie gesagt, mich wundert nur, wo dieser IS-3 ist. Den hat er jetzt auch besiegt. Also man muss sagen, das ist jetzt gefühlt gar nicht so schwer, leicht, aber man muss auch erstmal die Nerven bewahren für sowas. Also das ist das, wo wirklich das Besondere an diesem Replay auch ist, meines Erachtens. Und im Teamgefecht aktuell bei knapp 4000 Damage zu sein, das muss man auch erstmal schaffen. Kann auch natürlich sein, dass der IS-3 vielleicht einen Disconnect hat. Alles möglich. Aber ich... Sieht so aus. Ja. Der ist definitiv... Ist der AFK. Jetzt kann er ihm hier perfekt in die Seite latzen. Und hat hier die Runde für sein Team auf jeden Fall geholt. Und hat sich diesen AFKler meines Erachtens mehr als verdient. Die Unfähigkeit, die Doofheit und natürlich auch ein bisschen Glück haben ihn hier die Runde gerettet. Ein tolles Ergebnis eingefahren und knapp 5000 Schaden gemacht. Nicht schlecht. Eine kuriose Runde, aber deswegen nicht minder unspannend und unterhaltenswert. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.